Wir waren gerade auf der 20-Jahre-Gedenkveranstaltung Sebane-Wagwe. Dort haben wir erfahren eben, dass das Wamofuma-Denkmal verschoben wurde. Jemand hat versucht, einen Akt des Vandalismus zu setzen. Simon Inou und ich sind dorthin gegangen, um uns ein Bild der Lage zu machen. Wir befinden uns hier Platz der Menschenrechte. Wir sagen eigentlich dazu am Wamofuma-Platz. Und wir begutachten gerade das Wamofuma-Denkmal, weil Numi von Black Voices hat uns aufmerksam gemacht, dass jemand versucht hat, einen Akt des Vandalismus gegen den Wamofuma-Stein oder die Skulptur tätig zu werden. Der Stein ist, was, 4 Meter hoch? Und? 4 Meter hoch und 7,5 Tonnen schwer. 7,5 Tonnen schwer. Ja. Wer kann so einen Stein bitte bewegen, ohne irgendwie aufzufallen? 7,5 Tonnen. Das 4 Meter hohe und 7,5 Tonnen schwere Mann-Mal-Mapuche-Mofuma-Stein aus afrikanischem Granit wurde vom Uiger-Truger auf Anregung der Menschenrechtsaktivistin Ingrid Popper in eigener Regie und Selbstfinanzierung geschaffen. Also, wer kann das machen? Stadt Wien, wir haben auch bemerkt, dass überhaupt gar keine Kameras hier sind. Rundherum überhaupt keine Kameras. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass das Denkmal vandalisiert wird. Was gedenkt die Stadt eigentlich zu tun? Denn wir als afrikanischer Menschen der Diaspora fühlen uns nicht sicher, wenn solche Sachen passieren. 20 Jahre Sebane-Wagwe heute. Ich glaube, es wäre für die Stadt ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, einfach hier eine Kamera installieren. So entscheidend wichtig für uns und entscheidend wichtig auch für die Wienerinnen und Wiener. Natürlich. Es muss aufhören, es muss endlich aufgeklärt werden, es muss eine Kamera aufgestellt werden, damit diese Leute, die solche Taten setzen, auch erwischt werden, angezeigt werden und zur Verantwortung gezogen werden. Was soll das? Warum müssen wir als Community uns sowas gefallen lassen? Stadt Wien, Herr Bürgermeister, Sie sind am Zug. Dankeschön. Dankeschön.